Komplett. Wer den Ball jetzt ins Spiel bringt und das Spiel ist eröffnet auf Meilenbacher. Der schnappt sich den Ball in der eigenen Endzone und wird dann schnell von Potsdam getackelt an der eigenen 5. Ja, Goal. Ja, mit der Goal-Line-Defense haben die Adler dieses Jahr schon einige Erfolge. Man denke nur an das Spiel in München daran. Jalen Henderson scrambled nach links, findet jetzt in der Endzone seinen Receiver und da ist der erste Touchdown. Schanbacher gibt für Spikier den Ball, der sucht den Cutback nach innen, macht den Turn und Touchdown für die Adler. Schöner Lauf von Crispin Kai, der hier die Lücke sucht, sich aus dem Tackle heraus. Das Unentschieden steht und die Adler können hier sogar mit einem Two-Point und der ist gut, die Two-Point-Conversion durch die Nummer 42 mit drei Receivern auf der rechten Seite. Jalen Henderson wieder mit massig Zeit und da ist der Pass auf den völlig freien Thomas Boyot, der windet sich raus, macht noch einen Turn und findet die Endzone. Touchdown für die Royals. Das ist halt die Klasse der Potsdam Royals. Die brauchen nur einen Spielzug. Und für die Potsdamer, die diesmal mit drei Receivern auf der linken Seite, da läuft Jalen Henderson auch hin, scannt das Feld und dann kommt das ganz tiefe Ding und der Catch und der Touchdown für die Royals. Das ist halt die Gefährlichkeit der Potsdam Royals, die teilweise nur einen Pass brauchen, weil Brandon Bouillieu ist so stark und so schnell, dass er einem Receiver in Motion, der jetzt aber auf der rechten Seite. Jalen Henderson rollt nach rechts draußen, wirft den Ball. Diesmal ist die Two-Point-Conversion gut. Schade für die Adler. Wieder bereit. Er hält den Ball und rammt sich weit. Nein! Es war Hendrik Schanbacher, der den Ball gehalten hat. Wieder so ein hervorragender RPO. Angetäuschte Ballübergabe an Crispin Kai. Alle dachten, er hält den Ball. Hendrik Schanbacher behält den Ball und wirft sich in die Endzone. Touchdown Berlin Adler. Das Glaser mit der Nummer 35. Mit dem Kick. Der ist gut. Damit 15:20. Scoregame, weil der Unterschied sind 8 Punkte. Da kommt der Kick, da kommt. Und der Kick ist gut. Damit gehen die Royals mit 23:15 in Führung. Sie ist auch hier. Heiko Balz wird in Motion geschickt. Da wird aber die Ballübergabe angetäuscht. Und die Nummer 17 erhält den Ball. Diese Flagge, die da ins Spiel kam, die hat mich entzückt. Auf jeden Fall freue ich mich aufs nächste Spiel.